Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft Remastered Replaycast 103. Nächstes Matchup für unseren Terraner in Blau ist natürlich ein weiteres Mal Artosis. Und dieses Mal spielte hier ein TVT gegen seinen Terraner-Kollegen in Rot. Das ist Dalsim. Dalsim. Leider absolut nichts bekannt. Ist natürlich benannt nach dem Videospielcharakter. Also kein sonderlich unbekannt, beziehungsweise einfach ein schwieriger Nickname, um rauszufinden, ob sie irgendwas dahinter verbirgt, weil alles zugemüllt wird, aber ich konnte jetzt soweit nichts, keine weitere Bedeutung hinter seinem Gegner finden, was hinter dem Gegner von Artosis. Artosis selber ist, soweit ich das bisher gesehen habe, ein sehr einzigartiger Nickname. Und wenn man Artosis sucht, findet man eigentlich auch ziemlich schnell Artosis. Kann auch gut sein, dass Google meine Suchergebnisse so gut kennt, dass sie wissen, dass ich, wenn ich Artosis suche, unseren Artosis sehen möchte. Daher ist das mit Vorsicht zu genießen. Ich habe es jetzt noch nicht mit einem Incognito-Browser auf einem komplett neu installierten Windows getestet. Daher, ja, muss man mit, wie gesagt, ein bisschen vorsichtig sein, was die Ergebnisse dafür angeht. Ja, wir haben damit TVT, Terraner gegen Terraner. Mal sehen, was die beiden spielen werden. Ob es Richtung Mech hier gehen wird oder Richtung Bio. Vermutlich Richtung Mech, ist einfach üblicher. Aber es gibt im TVT so einige dumme Dinge, die man anstellen kann. Mit Raves, mit eben schnellen Panzer-Pushes, mit Goldiards, mit Vultures. Eventuell eben auch mit dem eingestreuten Bio-Push, der möglich ist. Wie gesagt, da gibt es viele Optionen. Wir haben auf jeden Fall auf beiden Seiten erstmal eine Barracks. Und die Barracks hier schon mal das Positioning von Artosis. Sehr, sehr hin zur Mitte der Karte. Das hier ist eine Zweispielerkarte. Die beiden spawnen einmal hier mittendrin und da mittendrin. Es ist überall Highground außen herum, um die eigene Mainbase. Das heißt, es ist, man sitzt in so einem Loch. Ah ne, ist eine Vierspielerkarte. Entschuldigung, ich bin nur wieder dämlich. Man hat hier auch noch Spawnpositionen. Müsste man nicht. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich dachte ursprünglich, ist das eine Zweispielerkarte. Bin mir jetzt eigentlich nicht so. Doch, man kann hier spawnen. Man kann hier spawnen und hier spawnen. Es ist eine Vierspielerkarte mit richtig dämlichen Spawns, wenn man hier spawnt. Jetzt. Da ist die Erinnerung wieder da, denn ich hatte ein Spiel mit der Spawn-Position gegen diese schon mal. Da hat das Gehirn dann doch angeschlagen. Ja, Artosis hat hier seine Barracks fertiggestellt, fliegt hier erstmal in den Süden. Man sieht hier auch, er möchte relativ bald auf Mech gehen, denn die Barracks ist ihm komplett unwichtig. Er geht direkt auf die Factory. Sein Gegner Dalsim hier macht Ähnliches. Allerdings die Barracks bleibt zu Hause. Ist hier quasi Teil einer schönen Wall, um zu sehen, falls hier oben was hinläuft. Und eben ein bisschen die Umgebung abchecken, währenddessen bewacht ein Marine die Rampe und es geht eben auch in die Factory. Somit gemütlicher Aufbau zwischen den beiden. Artosis mit dem SCV-Scout, auch sein Gegner mit dem SCV-Scout, die werden sich zu einem ähnlichen Timing finden. Wissen dann entsprechend, wo der Gegner gespawnt ist. Hier Bekanntschaft mit dem Marine. SCV tatsächlich zieht hier durch, das läuft einfach durch. Denkt sich, du kriegst mich eh nicht. Allerdings kriegt der Marine doch überraschend viel Damage hier auf dieses eine SCV. Trotzdem, es kann einmal durchscouten und wird hier das Doppel-Factory-Opening sehen von Dalsim, heißt Artosis. Sieht die aufgerüstete Production seines Gegners, heißt kein schneller Tech, sondern eben schnelle Mech-Production soll es hier geben. Kann natürlich einen Push geben, einen frühen Push von Dalsim, eventuell zieht er aber auch eine Armory hinterher und er baut auf frühe Goliaths, das sind alles Optionen, die man hat. Das SCV wird hier vermutlich in Kürze sterben, kommt hier nicht großartig weg, Marine kümmert sich drum. Indessen das Konter-SCV, das rote hier, das kann fleißig scouten, wird als von SCVs von Artosis gejagt. Denn Artosis, der geht auf einen ganz anderen Tech-Weg, der wird allerdings hier gescoutet. Artosis hier mit dem Doppel-Starport unterwegs, heißt er geht hier auf Waves. Und der Vulture kommt ein bisschen zu spät, um das SCV zu snipen, heißt Dalsim hat diese Info. Und das ist bitte für Artosis, denn Artosis Waves, gut und recht wie sie sind, sind als Harassment quasi geplant und als nicht konterbare Einheit. Problem ist, Terraner hat einen richtig heftigen Konter gegen Raves und das schimpft sich Goliath. Und wenn hier Dalsim genügend Goliaths auf dem Feld hat, kann Artosis einfach nichts mehr anrichten mit seiner Unit-Combo. So, da die Stimme gerade ein bisschen nachgibt, mal einen Schluck Wasser eingeworfen. Wir haben jetzt eigentlich erstmal Vultures unterwegs. Vultures mit Speed-Upgrade, eben außer Doppel-Factory, wie gesagt, das spricht normalerweise für ein bisschen mehr Aggression. Allerdings zudem sehr viel Gas auf der Bank und wir sehen hier doch schnell eine Armory. Ob das jetzt ein Plan war oder eine Reaktion, ich denke es war eher eine Reaktion, wenn hier eben Dalsim bereits mit dem Doppel-Vulture-Opening angefangen hat, das ist eine Reaktion eben auf den Doppel-Starport-Scout, weil man eben weiß, man braucht die Anti-Air, man kommt sowieso nicht drum rum. Es werden jetzt eben Raves produziert, Artosis zieht das trotzdem durch, er hat nichts gecancelt, sondern er steht das jetzt hier durch auf Biegen und Brechen, auf Gedeih und Verderb.
Währenddessen sind eben hier die Witchers unterwegs. Jetzt ist das Speed-Upgrade auch mit drin. Das heißt, die wollen hier mal hoch die Rampe. Es sind eben 4 gegen 2. Ultimativ sollte sich in Dalsen durchsetzen können. Atosis Verteidigung ist noch nicht ready. Allerdings, die ersten Raves werden fertig. Die können unter Umständen verteidigen. Problem ist einfach, Witchers sind dermaßen schnell und Wraiths machen dermaßen wenig Damage, dass hier Atosis einiges in SCVs verlieren wird. Er versucht, ja, hier nur nicht mal groß die wegzuziehen. Er hat keine weitere Basis. Da eben Wraith ist drin in der Basis, schießt einmal fröhlich um sich rum. Die Barracks hier ist am Scout, wird beschossen. Die Vultures hier eigentlich machen mehr und mehr Schaden. Es sind immer noch 3 hier übrig. Dem geht es noch richtig gut. Und die Wraith, ja, der ist versuchen, die nach und nach den Tod zu kriegen. Aber Atosis verliert so viele SCVs dabei, mit CV sein Supply einfach nur droppt in der ganzen Geschichte. Die Wraiths sind einfach keine gute Defense gegen Vultures, wie man hier sieht. Die Vultures brauchen noch nicht mal Spider-Mines, um irgendwas anzurichten. Gut, gegen SCVs wären die zwar eh nutzlos, aber wenn man schon mal in der Mainbase seines Gegners ist, kann man auch durchaus ein paar Mines setzen, aber es sind eben noch keine Mines vorhanden, sind nicht benötigt. Denn Atosis wird hier einfach auseinandergenommen. Er hat zwar jetzt hier die fliegenden Einheiten, er hat hier die Wraith am Start, 3 Stück. Damit, diese 4 Stück sind es jetzt hier doch, damit kann man einiges anrichten, aber eben er hat noch immer nicht das Harassment zu Hause geklärt. Es sind immer noch hier 2 Vultures am Leben. Und jetzt waren die erst gesniped. Nein, einer lebt noch immer. Kann nicht noch einen Kill mitnehmen, aber man zieht sie beim Supply. Da hat Atosis einiges abgekriegt. Hat viele Work hier verloren. Er hat nochmal Einheiten gebaut, baut auch gerade den Control Tower. Eventuell gibt es hier Cloak mit dazu. Für die ganzen Wraithen noch mit hinten dran, damit man eben ein bisschen überlebensfähig ist. Währenddessen fliegen die Wraiths jetzt gerade fröhlich über die ersten 2 Goliaths. Goliaths reagieren allerdings nicht. Goliaths werden hier erstmal angeschossen, aber da kommt das Konterfeuer und da müssen sich die Wraiths zurückziehen. Die können nicht gegen Goliaths fighten. Aber die Wraiths finden jetzt hier natürlich den Weg in die Economy von der Alsim. Der hat noch keine Ebay ready, das heißt, es gibt keine Missile Turrets. SC-01 wird gesniped, das heißt, hier diese Factory wird nicht fertig werden. Hier werden weitere Goliaths produziert, aber die eigentlichen Goliaths, die sind auf der Karte und das war gerade ein bisschen übermütig hier von der Alsim. Er hat seine eigene Defense rausgezogen aus der Basis, somit keine Anti hier gerade verfügbar gegen die ganzen Wraiths. Es wird gerade Cloak erforscht, währenddessen eigentlich jetzt hier auch der Counter-Go wieder mit neuen Vultures in Richtung Atosis-Base. Das heißt, wir kriegen jetzt auch Counter-Arrestment hier rein. Trotzdem Atosis, im Gesamten bisher hat er diesen Schaden noch nicht aufgeholt. Und jetzt wird die auch von den ersten Goliaths vertrieben. Da spawnen mehr und mehr Goliaths. Die Wraith gehen hier raus aus der Basis. Nehmen nochmal ein SCV mit. Da kommt jetzt hier auch das Range-Upgrade für die Goliath-Missiles, damit sie auch wirklich alles in der Luft treffen, was nur irgendwie rumfliegt. Denn hier wird ein Minenfeld errichtet vor Atosis eigener Mainbase. Da kommt ein Panzer mit raus und den Panzer wird es gleich ziemlich an den Kragen gehen, wenn er hier dumm ins Minenfeld läuft. Noch fightet ihr hier gerade mit den ganzen Witches jetzt hier die Minen. Mine 1 wurde gesniped, die Panzer sind an sich ganz ordentlich zur Defense. Die Wraith kommen mit dazu. Tatsächlich Atosis kann sich hier eventuell die Wraith schnappen, kann sich die Vultures schnappen mit den Wraith. Einfach weil die hier komplett alleine unterwegs sind. Jetzt geht's auch auf die Barracks. Das Minenfeld ist hier noch immer. Barracks geht mal kurz wieder in den Flugmodus. Übrig, jetzt wird gelandet. Da geht's auf die Minen, bevor die hier ausgraben können. Ist schön gemacht bisher. Die Panzer leben immer noch ziemlich gut. Die Barracks hier nimmt mehr Schaden, wird hier auffallen. Und tatsächlich, Dalsim traut sich nicht aus seiner Basis raus, obwohl hier 20 Supply mehr hat. Atos in dieser Zeit hat sogar eine zweite Basis gebaut. Der Wahnsinnige. Wo zur Hölle steht sein zweites Command Center? Da unten. Und das möchte jetzt auch in Position fliegen schon. Ja, sein Gegner hat eine zweite Basis schon ready. Meint davon auch. Somit, Dalsim behält seinen Economy-Vorsprung. Natürlich, die getöteten SCVs waren einfach so viel, das kann Atosis nicht so schnell aufholen. Er versucht jetzt hier nochmal mit den Wraiths rein in die Mainbase. Es ist noch immer kein Ebay da, noch immer keine Missile Turrets. Noch ein weiteres SCV stirbt hier. Und hier ist eben Cloak angeworfen. Heißt, aktuell überhaupt keine Möglichkeit, sich gegen diese Wraiths zu wehren. Problem ist einfach für Atosis, die Dinger machen viel zu wenig Schaden auf Boden. Die SCVs, ja, so nach und nach sterben die mal weg. Aber da ging schon ziemlich viel an Feuerpower raus. Ultimativ eigentlich ist nicht viel passiert. Und es triggert jetzt hier tatsächlich einen Konter von Dalsim, der weiß, die Waves sind nicht zu Hause, somit ist die Verteidigung von Atosis geschwächt. Er hat hier 3 Panzer defensiv, aber es rücken hier so viele Goliaths an. Ja, die Goliaths können natürlich auch fighten, wenn die Waves hier mit dazukommen, aber jetzt geht es hier erstmal auf die Panzer. Panzer sind hier nicht gesiegt, bin mir nicht mehr sicher, ob Atosis zu diesem Zeitpunkt Siege-Modus überhaupt hat. Ja, richtig schön hier hochgemiked und mit den Goliaths rauf auf die Rampe, damit der Highground-Vorteil auch negiert ist. Da sterben alle Panzer, die Goliaths stehen mittendrin in der Base, wenn das Atosis hier immer noch am Fighten mit seinen einzelnen Wraiths. Eigentlich der Cloak wird hier nicht ewig halten, die Energie geht da auch nach und nach runter. Jetzt hier auch die Wraith defensiv am Start im Versuch, die Goliaths zu killen, aber die Goliaths machen ja viel zu viel Burst-Damage, bis da mal eine stirbt, sind die ganzen SCVs da und man sieht hier Massensterben in der Atosis-Base. Allerdings auch hier die Mainbase wurde sie ziemlich leckerem, jedoch haben beide Spieler natürlich jetzt inzwischen den Natural und die Goliaths hier warten eigentlich nur darauf, dass den Wraith hier irgendwann die Energie ausgeht. Damit die hier enttarnt werden und einfach gesniped werden. Wenn das hier werden die SCVs reingezogen auf den Fight, damit die Goliaths gesniped werden. Aber die Goliaths hier setzen sich gegen so viele SCVs durch. Und das haben wir hier eben die Wraith am Start.
Was können die jetzt hier noch groß anrichten? Es geht ran an die Netzball, aber hier wird gleich ein Missile-Turret fertig. Wird das rechtzeitig fertig, ist die Frage. Es wird auf das SUV geschossen, es wird gefokust. SUV ist down. Es wird hier nicht das Missile-Turret fertig. Da unten das zweite allerdings, das wird noch fertig werden. Die Goliaths hier inzwischen mehr und mehr am Start. Beide Spieler haben jetzt ordentliche Rest. Hier immer noch neue Goliaths in der Mainbase von Atosis. Versucht mit dem Panzer und den Welt hier irgendwie zu defenden, kriegt hier auch einen der Goliaths down. Der zweite wird hier angegangen, aber der Panzer stirbt den Nana weg. Und der Wraith alleine hat einfach nicht genügend Damage, um den Goliath raus zum SCVs werden wieder gezogen, währenddessen hier die Wraith noch immer in der Mainbase unterwegs, schießen da fröhlich gerade auf das Gebäude. Goliaths hier Micro nach hinten versuchen einfach so lange wie möglich zu leben. Da wurden ein paar Marines produziert, einfach um irgendwie zu defenden. SCVs werden wieder mit rangezogen. Atosis gibt hier alles. Wird eigentlich wieder mehr und mehr Worker blockt. Hier zieht nochmal, versucht den Bodyblock zu schaffen auf den Goliath. Da rücken eins bereits die nächsten Goliaths an. Da geht es einfach weiter und die Wraith hier haben keine Energie mehr. Das heißt, jetzt die neuen spawnenden Goliaths. Die haben jetzt ihren Spaß mit den Lufteinheiten. Man sieht, die Wraith haben überhaupt keine Möglichkeit, sicher zu werden. Es sterben instant zwei weg und damit Atosis droppt nochmal mehr im Supply. Er hat neue Goliaths vor seiner Haustür. Sein Gegner ist immer noch auf einer Mining Base, kann auch die SUVs zurückziehen, um dann eine zweite zu haben. Baut auch ein Missile Turret, um safe zu sein. Und ich denke nicht, dass Atosis gegen diesen Push hier noch großes anrichten kann. Die Marines sterben gerade weg. Der Panzer wird ja auch nicht viel halten, hat eben kein Siege. Die Wraith kommt zwar mit dazu, aber hallo Wraith und auf Wiedersehen Wraith. Das Thema hat sich erledigt. Ja, Atosis hat quasi nichts mehr in Army übrig. Der letzte Panzer geht down, der letzte Wraith hat wieder entcloaked. Es sind immer noch zwei Goliaths zum Start. Ja, und Atosis lief einfach das Game. Hat hier keinen Bock mehr. Dalsim gewinnt dieses Spiel nach 11 Minuten TVT-Action hier. Man sieht, die Tech-Wahl macht ein richtig seltsames Match aus der ganzen Geschichte. Die Wraith können zwar mega nützlich sein, aber einfach als Defense sind sie ziemlich schlecht. Man hat gesehen, wie lange die gebraucht haben, um die paar Vultures tot zu kriegen. Und auch offensiv, bis der SCV sterben, dauert auch. Natürlich, der Vorteil, dass man Cloak hat, ist nicht zu verachten. Aber ultimativ, ja, sind die Wraith einfach nicht die nützlichsten Einheiten. Und somit Dalsim gewinnt das hier mit den Goliaths. Die Allzweck-Unit der Terraner ist echt überraschend, was ein Goliath alles kann. Daher, auch kleiner Tipp, falls ihr StarCraft 2 Koop spielt und Bock habt, Sworn zu spielen, Mars Goliaths. Die Dinge sind fucking OP. Ab einer gewissen Masse. Man braucht ein bisschen Aufbauphase, aber wenn mal genügend Goliaths auf dem Feld sind, dann räumen die einfach alles weg, wie man auch hier sieht. Ja, das war Replaycast Nummer 103. Wir gehen nochmal kurz in die Punkteübersicht. Ganz kurz, ganz knackig. Ja, viel mehr AP haben wir auch bei Dalsim. Bin mir leider nicht sicher, wie gesagt, wer sich dahinter verbirgt. Wir haben ultimativ mehr produziert. Atosis, er hat hier weniger verloren, aber auch weniger produziert. Bei den Structures, okay, sind sie relativ ähnlich wenig gebaut, aber da kommen eben die Missile-Turrets mit rein, daher erklärt sich das. Und bei den Ressourcen, da hat eben, da ist mehr gemeint, Atosis wurde eben so krass arrest, hat da einiges weniger an Ressourcen eingenommen. Ja, das war Replaycast 103, bis zum nächsten Mal und ciao!